Hallo Leute, ich bin der Genkiller und herzlich willkommen zu einem neuen Commentary. Und ja, ich sollte mal meinen Eingangsspruch oder Anfangsspruch ändern in Entschuldigung, dass die letzte Zeit kein Video kam. Aber diesmal lag es daran einfach, dass mein Bruder krank gewesen ist und ich jetzt kein Commentary aufnehmen wollte, während er hier im Hintergrund am Husten ist. Und ja, danach hat er mich so ein bisschen angesteckt, zumindest so, dass meine Nase zu war. Und ich habe zwar ein Commentary aufgenommen, aber das hat sich so schrecklich angehört, also noch schlimmer als meine Originalstimme. Und jetzt geht es mir halbwegs besser und deswegen dachte ich mir, komm, haust du mal so kurz vor Battlefield Hardline Release nochmal ein Video zu Battlefield Hardline raus. Und ja, ich habe mir mal überlegt, so ein bisschen über Battlefield Hardline, wie schon erwähnt, zu sprechen. Auf jeden Fall erinnert mich das Battlefield Hardline doch sehr an Counter-Strike. Ich finde, sie haben da doch viele Elemente von Counter-Strike übernommen. Zum Beispiel gibt es jetzt so eine neue Granate oder eine neue Waffe, womit man halt Schüsse faken kann. Gab es bei CSGO, gibt es halt die Ködergranate, heißt das bei Counter-Strike. Und ja, auch alleine dieses Setup, Polizisten gegen Geiseln bei Counter-Strike, Terroristen gegen Konterterroristen. Und ja, das ähnelt sich doch ziemlich stark. Vor allem da es jetzt auch in Battlefield neue Modis gibt, so wie zum Beispiel Rettung. Bei Rettung ist es halt so, Polizisten müssen versuchen, zwei Geiseln zu befreien. Gibt es bei Counter-Strike auch. Und ist ja, ich sage ja nicht, dass das was Schlechtes ist. Ganz im Gegenteil. Counter-Strike spiele ich letzte Zeit ziemlich viel. Und macht ja auch Spaß. Von daher finde ich das gar nicht so schlecht, dass ich, also meiner Meinung nach, Battlefield davon ein bisschen was abgeguckt hat. Und ja, bei Rettung geht's halt, für die Leute, die es nicht wissen, darum, dass die Polizisten versuchen müssen, zwei Geiseln zu befreien. Also sie müssen versuchen, eine Geisel zu befreien. Es gibt aber zwei Geiseln. Und es ist anders als normal. Es ist halt nicht 64, also 32 gegen 32, sondern es geht nur 5 gegen 5 und man hat nur ein Leben. Das heißt, wenn man stirbt, ist man für die Runde tot. Und ja, es gibt wie gesagt 5 Polizisten und 5 ja, Verbrecher, sag ich mal. Und die Verbrecher müssen halt versuchen, die zwei Geiseln zu beschützen, aber die Geiseln sind nicht in einem Raum. Oder nicht mal, wahrscheinlich nicht mal im gleichen Gebäude. Das heißt, man muss sich halt so Taktiken überlegen. Als Geil, also als Terroristen, ich nenne einfach mal Terroristen und Konterterroristen, ne? Und als Terrorist muss man halt, Terrorist, yeah, muss man halt versuchen, die Geiseln zu beschützen. Da muss man sich eine Taktik überlegen. Das heißt, man muss am besten mit 4 Leuten zocken, die man kennt. Denn man kann sich entweder 2 aufteilen, dass 2 eine Geiseln schützen und die anderen 3 schützen halt die andere Geiseln. Oder man teilt sich so auf, dass zum Beispiel zwei eine Geisel schützen, die anderen 2 schützen die anderen Geisel und der eine ist halt sozusagen in der Mitte und guckt halt, wo die Konterterroristen sind oder versucht halt, die ausfindig zu machen und die dann halt zu flankieren und sagt dann, ha, die versuchen halt Geisel A anzugreifen und dann kommen die Leute, die Geisel B beschützen und versuchen die halt sozusagen irgendwie zu flankieren und ja, und als Polizist muss man sich auch halt überlegen, was macht man? Greift man auch mit 5 Mann eine Geisel an oder macht man es anders und teilt sich auch auf, zum Beispiel sagt man, ja komm, wir gehen mit 2 Mann auf eine drauf und mit den anderen 3 gehen wir auch dann halt ein bisschen verzögert, sodass sie denken, aha, wir greifen jetzt Geisel A an und ja, die Geisel B beschützen, die Terroristen gehen dann rüber zu Geisel A und die anderen 2, die können dann in Ruhe Geisel B befreien und ja, wenn sie die Geiseln befreit haben, müssen sie ihn natürlich noch zu einem bestimmten Punkt bringen. Aber immerhin halten sie dann zum Beispiel die Geisel. Und ja, da gibt es wahrscheinlich viele Taktiken. Und ich denke mal, das wird doch ziemlich Spaß machen, wenn man ein gutes Team hat. Und naja, zum zweiten Modus, den es neu gibt, es gibt mehrere neue Modus, gibt es noch Fadenkreuz. Da ist die Sache umgekehrt. Die Polizisten, also es ist auch wieder 5 gegen 5. Nur müssen halt die Polizisten versuchen, einen VIP-Spieler zu einem bestimmten Punkt zu bringen, sozusagen halt, was weiß ich, wenn jetzt irgendein Drogendealer oder sowas halt die Polizisten anheuert, sie halt sicher irgendwo hinzubringen, sowas wie Personenschützer, sagen wir mal. Und die Sache ist halt, der VIP wird auch von einem Spieler gespielt, das heißt, es gibt 4 Polizisten und ein VIP-Spieler, nur der VIP-Spieler hat keine Waffe, er hat nur so eine Desert-Pistole, ich weiß nicht, ob es wie bei Counter-Strike so eine Art Desert-Eagle ist. Auf jeden Fall kann der VIP sich nur mit der Desert wehren. Ich weiß auch nicht, wie das ist, wenn jetzt ein Polizist sterben sollte, ob der dann halt der VIP die Waffe oder so aufheben kann. Das werden wir dann aber sehen. Und ja, die VIPs müssen, also die Polizisten müssen versuchen, den VIP zu einem bestimmten Punkt zu bringen. Und die Terroristen müssen halt versuchen, dies zu verhindern.
Und ich weiß auch nicht, ob es dann wieder zwei Punkte gibt, wo die Polizisten den VIP halt hinbringen können. Aber auf jeden Fall wird es in dem Spiel wahrscheinlich auch viel über diese Laserminen, ich weiß nicht, ob es noch Claymores gibt, glaube ich nicht. Also wird halt viel über Laserminen und über verschiedene Sachen geben. Vor allem gibt es ja jetzt diesen, wie heißt das, Wurfhaken, womit man sich auf Gebäude irgendwie hochschießen kann, hochklettern kann. Und da denke ich mal, wird es wahrscheinlich ein paar interessante Sachen geben. Wenn es jetzt so wie in der Beta diese, wie hieß die Map? Auf jeden Fall da, wo man die Bank ausrauben musste. Wenn man da konnte man ja auch schon mit der mit dem Kletterhaken auf paar interessante Spots drauf klettern. Und ja, wenn man dann rausläuft, wird man wahrscheinlich überall hingucken müssen, ob da irgendwo Konterterroristen sind, ja, ich freue mich eigentlich auf das Spiel. In 6 Tagen ist es ja soweit, dann kommt es endlich raus. Und dann gibt es noch zur Story so viel zu sagen, dass es die Story halt wie eine TV-Krimiserie gemacht ist. Es wird sozusagen 10 Episoden geben und die würden halt so aussehen, dass man in jeder Episode was anderes erlebt. Und ich werde jetzt nicht die ganzen Episoden hier aufzählen, habe ich in dem letzten Video gemacht, dann ging das Video irgendwie fast 20 Minuten und ich denke mal, das kann sich jeder selbst nachlesen, der wissen will, wie die Episoden sind. Und das war's dann eigentlich auch soweit von mir. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe mal, ich konnte euch ein bisschen was von Battlefield, ein bisschen heiß auf das Spiel machen. Wenn ihr noch irgendwas, welche Anregungen habt, schreibt es doch in die Kommentare. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuhören. Und ich hoffe mal, ihr seid in dem nächsten Commentary wieder dabei. Ciao. Fucking medkit!